auf dem anderen Monitor was sehe. Bitte geh weg. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Aber er hat Ausdauer. Warum stürzen wir denn jetzt ab? Es hat so ein bisschen so ein Feeling von hier Outlast 2. Aber auch irgendwelche komischen Kapuzentypen um irgendwelche Feuer rumstanden und einfach nur creepy rumstanden. Also, ich gehe jetzt gerade nochmal auf Nummer sicher, aber hier bei den Statuen konnte man ja, glaube ich, nichts aufschließen. Und das ist ja eingestürzt, genau. Oder kann ich hier irgendwie... Könnt ihr mir so eine Sphäre vielleicht ausleihen, damit ich Licht habe? Okay, da muss es also irgendwas da unten sein. Ich hasse das. Suchen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich nicht. Kann ich damit irgendwas machen? Oh, schön. Hier... ist auch nichts. Ja gut, das heißt, es muss da unten sein, weil die Tür, warum geht die Tür eigentlich nicht damit auf? Ich meine, wofür habe ich denn diesen Schlüssel? Ach so, war da nicht noch, da war doch noch eine Tür, oder? Da war doch noch diese eine Tür am Ende. Hier die. Die habe ich gar nicht versucht, glaube ich. Ja, hoffentlich. Also wenn es die jetzt nicht ist, dann... Hier ist es. Da, wo die Geräusche herkommen. Hallo? Und da, wo irgend so ein komischer Brunnen ist. Streichhölzer. Ah, damit ich die Kohlebecken anzünden kann. Dann aber wahrscheinlich... irgendwie in der richtigen Reihenfolge. Eventuell. Sollte ich mir vielleicht die Bilder nochmal angucken? Ich habe hier... Ah, da ist so ein Z auf der Brust. Und hier, das ist so ein A. Ich sag mal ein A. Okay, wahrscheinlich in der Reihenfolge. Also, haben wir hier irgendein Symbol? Ein G. G. Das ist... das Auge. Wüsste nicht, was sonst. G. Auge. A. Z. G. Auge. A. Z. Z. G. Denke ich mal. A. Nee, das ist G. Also, G. Auge. A. Z. G. Dann das hier. Dann A. Und Z. Ja. Es war ja einfach. Oh Gott, da ist ein Hebel. Was passiert, wenn ich den drücke? Ist irgendwas passiert? Ist das der einzige Hebel? Es ist so dunkel. Also ich sehe, bei mir auf meinem Monitor sehe ich nicht, dass da Särge sind, aber hier sind scheinbar, oder ein Sarg ist hier zumindest. Okay, dann gucke ich mal ganz kurz hier. Das ist aber auch nichts, außer noch ein Sarg und dieser komische Hebel. Ja gut. Hier ist nochmal ein Buch. Die Geschichte des Ordens. Man sagt, in längst vergangenen Tagen gelang es unserem Vorfang, dank vergessener Technologien die Geheimnisse des Universums zu ergründen. Es war zu dieser Zeit, als die ersten Theorien zur Existenz der äußeren Welt aufkamen. Dieses unschätzbare Wissen ging verloren in den Nebeln der Zeit über Jahrtausende und beraubte die Menschheit seiner größten Entdeckung. Dann kam es zu dem Ereignis und Gottes Auge wurde uns überlassen. Man sagt, dass dieses heilige Objekt von den Heiligen Alten selbst gesandt wurde, um ihren Jüngern zu ermöglichen, zu ihrem Ursprung zurückzukehren. Okay.
Ich mag es, wenn man nur in eine Richtung gehen kann. Auch wenn da gruseliger Flur ist. Und grünes Licht. Warum ist hier eigentlich immer alles grün? Ist das? Das kommt mir ganz bekannt vor. Aber hier waren wir doch! Hier waren wir! Dieser Ort, der existiert wirklich. Ja. Schön, dass es dir auch auffällt. Ja, gehen wir dann zurück, da wo wir geschlafen haben? Oder gehen wir dahin, wo wir hingehen mussten? Hier? Was ist hier? Ich muss wieder auf den anderen Monitor gucken. Was geht da draußen vor sich? Ich würde sagen, die Urukai versammeln sich, so wie sich das anhört. Okay, also wir müssen scheinbar... dahin. Was ist das hier? Was ist das für eine Kreatur? Und dieser Ort, ich erinnere mich gut daran. Ich habe ihn in meinen Träumen gesehen. In deinen Träumen oder in einer anderen Realität. Das war ein tolles Foto. Aber unser Bett ist gar nicht da. Ja gut, okay, dann gucken wir mal, ob der Hebel funktioniert. Aber das hier war das letzte Mal nicht da, oder? Also natürlich fehlen die Rädchen. Ach so, die Rädchen sind ja auch vorne eingesetzt, oder? Aber die Tür ist schon offen. Praktisch. Ich bin hier schon ganz heiser von dem ganzen Gerede. Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. So viel. Oh, das sieht aber hübsch aus. Extra für uns, das wäre aber nicht nötig gewesen. Wirklich. Wir gehen doch bestimmt gerade zu irgendeinem Ritual und sind eigentlich... genau da, wo sie uns haben wollen. Das ist doch ein Typi, oder? Kapuzentypi. Ja, solange hier kein Geweihtypi ist, gehen wir erstmal zu dem Sutulu-Kopf. Wow, also dieser Orden ist echt... krank. Ich will ja nicht hin, wo die da trommeln und irgendwelche Rituale durchführen. Also ich würde ja alles tun, nur nicht dahin gehen. Da ist auch wieder diese große Statue mit den Flügeln und den... und eine andere Statue. Wer ist das? Ich will da nicht hin. Ist auch so ein Tentakel-Typ. Ich gucke mir das einfach von hier oben aus sicherer Entfernung an. Sichere Entfernung. Toll, die haben das Auge. Kapitel 8. Ich glaube, das ist das letzte Kapitel. Es steht auch gar kein Text mehr da. Das heißt, ich muss euch jetzt in der Ladezeit einfach zulabern. Oder ich streiche die Katze. Ich glaube, es gab 8 Kapitel. Es ist nicht so, dass ich das Spiel hier schon vorher gespielt habe und das daher weiß, sondern, naja, es erfahrt ihr zum Schluss. Ihr müsst leider bis zum Ende gucken, dann wisst ihr, warum ich es weiß. Kapitel 8. Die Wahrheit. Schön, wie hier wieder überall Haare rumschwirren. Muss ich einmal die Katze streicheln.
Seite. Ja, schön. Wir sind wohl in der anderen Welt. Äußeren Welt. Ah, der Typ steht immer noch hier. Und die anderen sind jetzt weg. Und irgendwie sieht es da außen rum auch ganz anders aus. Aber da sind Eier. Hauptsache, die Eier sind da. Richtig. Okay, wie komme ich... Irgendwie ist der schon mal schneller gelaufen, oder? Dessen Seite. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Das Ritual ist vollendet, aber der Übergang war schwerer, als wir dachten. Abgesehen davon sind wir endlich hier in der äußeren Welt. Viele von uns haben nicht überlebt, andere drehen durch. Dieser Ort ist mit unserem schwachen Verstand nicht zu begreifen. Mein Verstand ist kaum klar genug, diese Zeilen zu schreiben. Wir haben uns hierauf vorbereitet, aber es war nicht genug. Verdammt, mein Kopf. Ich fühle mich, als würde ich zugleich in einer verzerrten Form zwischen Realität und dem, was in meinen Gedanken ist, leben. Was sehe ich wirklich? Ich kann nicht zwischen meinen Gedanken und dem, was meine Augen sehen, unterscheiden. Alles hier ist unbeschreiblich. Wir müssen versuchen, weiterzugehen. Die heiligen Alten erwarten uns. Ja, dann, gehen wir doch mal weiter. Lila Licht? Oh, da geht's wieder in so eine... Das ist wieder so ein... Ich bin hier gerade voll an die Stacheln rangegangen. Das sieht irgendwie weiblich aus. Irgendwie schon. Shiva, das bringt mich und dich nicht weiter, wenn du hier auf die Escape-Taste drückst. Dieses Bild, ich habe es in meinen Träumen gesehen. Was macht es hier? Es wurde wahrscheinlich gemacht, als du... Was sind das alles für Zeitungsartikel? Von der abgebrannten Hütte. Okay. Ich glaube, wir sind gerade ein paar Mal durch irgendwelche Dimensionen geflogen. Aber wo sind wir? Kannst du bitte einfach mal über Wasser bleiben? Kann nicht so schwer sein. Kannst du einfach bitte hier rausgehen? Ich muss jetzt nicht schwimmen. Also da oben ist eine Tür. Jetzt sind wir gerade durch die Tür gefallen. Müssen wir jetzt tauchen? Oder nicht? Wenn ich irgendwas noch mehr hasse als Dunkelheit. Wir trinken schon. Und Wälder. Dann ist es irgendwas mit unter Wasser. Unter Wasser. Ich war doch gar nicht mehr unter Wasser. Das ist das, wenn man nach oben schwimmt, dann ist er noch ewig lange damit beschäftigt. Abzusaufen. So, Luft. Weiterschwimmen. Shiva, nicht auf meine Tastatur legen. Jetzt, wenn ich sage, nicht auf meine Tastatur legen, dann legt sie einfach ihre Pfoten auf meine Tastatur und drückt irgendwelche Knöpfchen. Gamerkatze. Vor allem hasse ich so Unterwasserzeug, weil man einfach keine Ahnung hat, wo man hin muss. Er säuft schon wieder ab. Ein Hut. Können wir uns nicht einfach... Können wir uns nicht einfach das Boot nehmen? Ich möchte da jetzt nicht lang schwimmen. Oh Gott. Das geht nicht gut aus. Einfach nicht nach unten gucken. Oh Gott, ich will da nicht durchschwimmen. Hier stehen. Hier gefällt's mir. Kannst du jetzt mal bitte da hochspringen? Kann er nicht.
auf das Licht zu schwimmen, so schnell wie möglich. Ich gar nicht weiß, ob uns das was bringt. Ist nur Licht. Ich dachte gerade, das wäre irgendein Hebel oder so, aber es war nur Holzpfosten. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Oh Gott. Es fühlt sich an, als würde mein Kopf explodieren, wenn wir doch nur den Weg ausmachen könnten. Wir müssen zusammenbleiben und diese Phase bewältigen, oder wir laufen Gefahr, hier für immer festzusitzen, gefangen in unseren eigenen Gedanken. Aber ich bin mir sicher, ich schaffe das. Ich hatte eine deutliche Vision meiner Zukunft. Ich sah meine Vereinigung mit dem Heiligen Alten, die Transformation. Ich kann es kaum erwarten. Die Heiligen Alten sind nah und sie rufen uns. Ich kann es spüren. Hallo? This is not possible. Ja, doch. Außer es ist alles miteinander verbunden. Dann ist das possible. Was sehe ich da immer? Das sieht so komisch aus. Irgendwelche Torbögen oder so. Treibt auf jeden Fall. Okay, wir sind. Was haben sie zu bedeuten? Ja. Jetzt können wir zum Beispiel nicht auf dem Dachboden. Den Automaten können wir auch nicht kaputt machen. Und da dreht sich ein Stuhl. In einem Steinkreis. Welche Tür nehmen wir? Die sehen alle unheimlich aus. Warum ist das Fenster da oben? Okay, die. Hat sich der Stuhl gerade. Witzig! Der Stuhl dreht sich einfach rum. Jetzt habe ich alle Türen einmal berührt. Und das Skelett ist weg. Was ist das hier für... Was passiert hier gerade? Wie entwickelt sich dieses Spiel gerade? Können wir das hier auch irgendwie berühren? Aber das ist mein Schlafzimmer. Was tun Sie? Ja, aber wir hatten doch ein ganz anderes Bett, oder? Hatten wir nicht ein Doppelbett? Was machen die da? Ah, den weißen Typen haben wir vorhin auch gesehen. Auf der anderen Flussseite. Ah, das war das hier. Ich muss hier lang. Was sind diese komischen Gemälde? Okay, da will ich eigentlich gar nicht lang. Ich bleib hier, weil hier ist Licht und es sind schöne Bilder. Das Bild war aber vorher auch nicht da. Ich glaube, es war nur die Frau, oder? Das wird gespeichert. Natürlich. Was... Was ist das hier? Okay, es ist hinter uns. Wir wurden angeknabbert. Vielleicht. Also es hat sich so angehört. Und wir haben irgendein Objekt berührt. Aber... Es wird gespeichert. Was ist das hier für ein krankes Zeug? Jetzt sind wir hier in irgendeinem Aufzug. Ich frage mich gerade, ob mir die Bilder irgendwas sagen. Also ja, gut, das Bild sagt mir was, aber... Das macht überhaupt keinen Sinn. Können wir vielleicht die Türen schließen vorher? Ja, ein bisschen eine platte Lose. Ganz schöner Saftladen. Puh.
Natürlich. Schnaufen wir gerade so, oder schnauft irgendjemand bei uns so? Vielleicht schnauft er so, wenn es dunkel wird. Oh Gott, sagt er immer nur. Wenigstens hat er aufgehört zu weinen. Das ist doch prädestiniert dazu, dass ich hier runterfalle. Und hier sehe ich nichts. Muss ich nämlich auf den anderen Monitor gucken, ob dieser Weg auch durchgehend ist. Ja. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Abgesehen von einigen Schwierigkeiten haben wir es geschafft, weiterzukommen. Es ist nicht mehr so leicht, sich aufeinander zu verlassen, da unsere Gedanken von vergangenen und zukünftigen Erfahrungen getrübt werden, welche irgendwie immer wieder vor unseren Augen aufblitzen. Es ist, als würde man die Vergangenheit und Zukunft zugleich sehen. Es ist unglaublich. Wir wussten, dass sich die Zeit hier völlig abnormal verhalten würde, aber es scheint fast, als würden hier alle Zeiträume gleichzeitig nebeneinander existieren. Nur ein überragender Verstand kann mit all dem umgehen. Die wahre Form der äußeren Welt ist direkt um uns herum. Wir müssen nur herausfinden, wie wir sie wirklich wahrnehmen können. Das ist der einzige Weg, die Orte zu erreichen, an denen die heiligen Alten leben. Wir haben alle eine seltsame Gegenwart um uns herum gespürt. Es schien aber keine der alten Weisen gewesen zu sein. Wir müssen vorsichtig sein. Wir wissen nicht, welche Kreaturen hier noch in dieser Dimension neben unseren Göttern hausen. Ja, Geweih-Typi zum Beispiel. Wobei, der war in unserer realen Welt, oder? War er in dieser... Danke dafür. Was ist das? Ich will doch einfach nur nach Hause. Ich geh mal auf das komische Flackern da vorne zu. Was sind das hier für Ruinen? Das ist doch bestimmt... Stürzt gerade irgendwas ein oder taucht gerade irgendjemand auf? Ich glaube, da ist gerade jemand aufgetaucht. Oh Gott. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte vorhin. Aber hier sind wieder Laternen. Normale Laternen. Und ein Auto. Ich denke mal, wir müssen hier lang, oder? Denke ich. Oh nee, springen. Dieses Springen. Oh. Ja, oh. Was ist das? Ist das Stein? Okay, das sah gerade so. Es ist kein Stein. Es ist dieses komische schwarze Zeug. Und da sind Tentakel. Das ist jetzt schon meine zweite Aufnahmesession mit 2 Stunden. Ich nehme 4 Stunden gerade am Stück auf. Habt Mitleid mit mir. Ein bisschen. Ich gehe gerade nur irgendwie den Lichtern hinterher. Ich weiß nicht mal, ob das richtig ist. Oder dem Turm. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Wo wir sind. Warum wir hier sind. Was gerade unser Ziel ist. Aber ich denke mal, wir müssen irgendwie da hoch. Könnte ich mir vorstellen. Zu dem Tentakelzeugs. Versteinertes Tentakelzeugs. Gut, dass es gerade richtig dunkel wird. Vielleicht zumindest auf dem anderen. So, wenn ich es auf dem anderen Monitor was sehe. Bitte geh weg. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet.
Aber er hat Ausdauer. Warum stürzen wir denn jetzt ab? Mann, da sind wir diesem Viech davongekommen und dann stürzen wir ab. Wir sind jetzt aber nicht tot, oder? Ich wollte gerade sagen. Oh Mann, wir waren so weit und jetzt sind wir wieder irgendwo runtergefallen. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass da plötzlich einer von der Seite kommt. Oder überhaupt jemand ankommt und uns verfolgt. Dieser Ort, ich kenne ihn. Woher denn? Erkenne ich ihn gerade nicht? Oh nein! Das ist ein... Oh, das ist ein sehr schöner Tagebucheintrag. Also... Ja. Genau. Und so. Ja, aber ich will hier nicht sein. Das wird schon wieder gespeichert. Muss ich jetzt da runter oder muss ich da rein? Ist jetzt hier vielleicht die Brücke ganz? Nein. Ach, Leute. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Aber da unten, oh, da wurden wir das letzte Mal verfolgt. Da sind wir hier hochgerannt, glaube ich. Wir sind ja jetzt wieder irgendwie, also... Okay, gut, hier ist Tentakelzeug. Glibberzeug. Also... Müssen wir vielleicht hier lang? Hier ist eine Tür offen, die vorher nicht offen war. Ah, das ist das, wo er gesagt hat, das Geräusch mag er nicht. Oh, die Tür ist offen. Oh Gott. Ist gerade ein bisschen viel zum Lesen. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Wir lernen, mit den Visionen umzugehen und darin zu unterscheiden, was unsere Augen wirklich sehen. Wir haben einen riesigen Bau erreicht, der, wie es scheint, von den Wächtern beaufsichtigt wird unter dem Befehl der Heiligen Alten. Das hier muss der Ort sein, an dem all die Leute aus unserer Welt gebracht und festgehalten werden und auf ihr endgültiges Urteil warten. Nur diejenigen, in dessen Adern das Blut der Heiligen Alten fließt, werden für die letzte Transformation auserwählt. Nur so ist es uns möglich, Teil von ihnen zu werden. Wir haben unser Leben dem Erreichen dieses Ziel gewidmet. Wir werden auserwählt werden und unsere Körper werden sich mit den Heiligen Alten vereinigen. Wie mich meine Katze gerade anguckt. Bist du verrückt, selbst Gespräche zu führen? Wir werden eins mit ihnen werden. Wir müssen sie nur erreichen und uns zeigen. Sie werden das Blut, das in unseren Adern fließt, erkennen. Ja, aber bitte nicht mein Blut. Ich möchte gerne, dass mein Blut da bleibt, wo es ist. Boah, das sind einfach komische Leute. Irgendwelche... Experimente. Also, und wir treiben die ganze Zeit irgendwie durch irgendeinen Tunnel mit Wasser oder so? Oder über uns ist auf jeden Fall ein Stein. Es sieht aus wie so eine Steinwand. Ich habe keine Ahnung, was wir da die ganze Zeit sehen. Ich möchte einfach nur nach Hause. Können wir das irgendwie einrichten? Ich hänge hier fest. Warte, hier habe ich die Seite gelesen. Wir haben uns im Kreis gedreht. Das ist wunderschön hier. Da stürzt doch ein, oder? Ja, natürlich! Lauf doch! Ich sehe nichts. Was ist das hier alles für... Was sind das hier alles für Bauten? Wir haben keine andere Wahl. Er macht denselben Fehler wie sein Onkel.
und geht einfach drauf zu. Und wahrscheinlich werden wir dann genauso verschwinden. Ach, das waren die Dinger, die wir gesehen haben. Die, wo ich gesagt habe, versteinerte Tentakel. Erkenne die Wahrheit. Was für eine Wahrheit. But this is me. Was? No. It's not possible. No. No! Was? Hä? Was? Was hab ich denn gerade verpasst? Warum sind das wir? Wir als Transformierte? Ertrinken wir gerade in unseren Visionen? Das ist nicht wirklich das Ende, oder? Das ist das Ende? Geheimnisse gefunden, 3 von 8. Ja, ich entschuldige mich. Aber ich hatte Angst. Abspann. Ja. So, und hier seht ihr rein theoretisch das, was ich gesagt habe, warum ich weiß, wie viele Kapitel dieses Spiel hat. Denn ich habe ein bisschen dabei geholfen, dieses Spiel zu übersetzen. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat und was mich dazu unter anderem bewegt hat, dieses Spiel zu spielen und zu Let's Playen und damit sozusagen zurückzukehren. Aber das Ende, ich bin gerade, hier steht Voice, Ryan Lawson, okay, hat eine sehr angenehme Stimme, muss ich sagen. Ich bin, Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, was? Was passiert da am Ende? Warum sind denn... War das jetzt alles nur eine Vision von uns? Oder warum sind wir auf... Also warum waren wir in dieser Kapsel-Container-Dings? Warum waren wir so ein Transformierter? Ich... ja. Aber... Ich drück mal kurz weiter, aber wahrscheinlich kommen wir jetzt nur zurück in den... Genau, zurück in den Startbildschirm. Ich muss sagen, das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht und das hat... Es hat mir auch besser gefallen als der erste Teil, wobei der erste Teil halt auch schon gut war und ich damit, wie gesagt, irgendwie was sehr Persönliches verbinde, weil es halt mein erstes Let's Play war. Und ja, das war mein Comeback und wir sehen uns dann wieder in 2 Jahren. Nein, das ist... Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr gerne wieder mehr von mir sehen möchtet, ob ihr ja, das Comeback von Sacrifice feiern würdet oder ob ich einfach da bleiben soll, wo ich bin. Also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, wieder aufzunehmen und mich da wieder rein zu tüfteln in das Ganze drumherum. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Let's Play und ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, was es gerade bei euch ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.